Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 2. So, und wir müssen diesen verfickten Scheißhuren Prätorianer besiegen. Ich habe vielleicht eine Idee. Ich weiß nicht, ob das so klappen könnte. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, dass das klappt. Das Ding ist einfach, ja, es ist einfach mega, ne, würde ich sagen. Eine Tür auf der anderen Seite des Raums. So. So. Natürlich, ich bin dabei. Hallo? Nein, nein, jetzt ist natürlich verkackt. Ja klar. So. Okay, okay, okay. So. Wo muss es sein? Nein, das heißt erste Pause, warte, verkommt. Okay. Uiuiui. Guck dir das an, das Ding ist einfach zu stark, ist das Ding. Jetzt schnell. Vielleicht kann das funktionieren, wenn ich das Ding aus Distanz angreife. Ja klar, jetzt ist meine Gesundheit natürlich wieder am Arsch. Und mit Arsch meine ich wirklich Arsch. Jetzt will ich irgendwie. Langsam macht es keinen Spaß mehr. Und Mass Effect macht mir sehr viel Spaß, aber mit so einer verfickten Dreckskampfarena macht es keinen Spaß. Wieso versucht jedes Mal das Beste, ne? Jedes Mal eine Million Taktiken. Es gibt kein. Du hast jeden möglichen Zentimeter abgelaufen, in jeder möglichen Variante, ne? Du. Ich kann ja alles mal versuchen. Einer weniger. So. Das müsste sie ausbremsen. Vielleicht. Wir sollten nicht mehr da unten sein. Das ist voll gefährlich. So, ich glaube, dann nicht. Ich bin dabei. Primäres Angriffsziel ist der Prätorianer. So. Ach ja. Wow, 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 hat er sich aufgelöst? Wäre natürlich obergenial. Ich komm schon hin. So, gehen wir von der Seite rein. Der nächste. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Es muss immer, ganz ehrlich gesagt werden, das ist eine beschissene. Wirklich beschissene Kampfarena gewesen. So, ja, super, 200 bringt uns nix. Edie, wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164. Ja, klasse. Nehme Deckung! Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Wow. Leute, guck mal rein. Leute, nehme Deckung! Kommt ihr auf der Stelle? Gleich sind wir draußen. Kommt ihr mal langsam auf der Stelle rein? Geht doch. Oh. Okay. Bisschen Geld noch zwischendurch. Das nehme ich mit. Chartern. Ich befürchte hier jetzt noch einen Kampf mindestens. Warum ich übrigens auf den Speicher? Damit ich weiß, wann Kampf beginnt. Schwere Waffen! Ja. Monster. Intervention ist notwendig. Na klasse. Ja.
Das wird ein harter Treffer. Ich werde mich tatsächlich darum kümmern. Sagst du das denn bitte alle? Na klar, ich wurde zurückgedrängt. Dadurch bin ich gestorben. Wollt ihr mich verarschen? Sowas hasse ich, wenn man selbst daran nicht schuld ist und trotzdem stirbt dadurch. Meine Güte. Nehme Deckung! Ärger voraus! Geh in Deckung! Ach, und du denkst, ich sehe das nicht, dass da Ärger ist. Das hat wehgetan! Wir sind froh. Nichts kann ich auf. Liege unter schwerem Beschuss! Doch, vielleicht mal eine Kugel, weil das nicht wieder hier verkackt wird. Wartet mal. Jetzt bin ich nicht wirklich dumm. Duck dich doch mal. Fick dich, beeindruckend. Das erwartet sie. Auch meine Angriffe werden nicht zerreißen. Ach, willst du mich verarschen? Der Scheiß Deckung rausgehen muss. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Ist aber auch egal. Der nächste. Ja, tot ist halt so oder so. Jetzt geh doch aus deiner Scheiß Deckung raus. Sagte er, während er schon lange aus dieser Scheiß Deckung raus ist. Na klasse. Nicht aufteilen. Übernehme Kontrolle. Scheiße. Leute. Wir sind vor oben. Ja, das sehe ich. Und unten bleiben. So, hier. Ich weiß, dass sie das spielen. Oh. So, hier. Schön an der Waffe nehmen. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Chef. Vielleicht ist das so, aber... Das kommt. Gerade recht. Ja. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Auf sie wartet die... Meine Güte. Manchmal habe ich das Gefühl, dieser Kollektor hat sich nicht ganz so klug. Die Auslöschung von einer Person nenne ich töten. Vielleicht hätte er... Wäre sowas wie, auf sie wartet der Tod. Ich weiß ja nicht. Ob das nächste sehe, dass es klüger ist, aber. Ich gehe mal wieder in Deckung. Aber ich könnte Feuer gebrauchen. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ich meine, ich okay, perfekt. Dann halt. Dann nehmen wir anders. So, allein dafür lohnt sich's. So, schön. Da haben wir auch wieder eine Pistole. Das freut mich ja am allermeisten. Und hier war doch was. Ich hätte gedacht, da wäre nichts mehr. So. Ach, Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normen die in Stücke schießen. Na klasse. Na klar, es, weiß ja nicht. Aber das war gerade gut eingesetzt. Ui. Uah.
Ach gut. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Ja, die halten ja nichts aus, aber. Sind ja trotzdem irgendwie blöd. Jo. Darf ich jetzt? Leute. Darf ich jetzt? Meine Güte, waren das viele Huskies. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Ich bin auch schon da. Sie haben den Bang gehört. Alle an Bord der Normandie. Los! Ups. Anschneiden, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Upsala. Sicherheit. In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Beeilst du dich damit? Beeilst du dich damit? Ist er weg? Ist er weg? Leute. Immer dieser Stress im Weltraum. Scheine Informationen über Kollektoren des Omega-4-Porter erhalten. Durch Shepherds Fluch kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeiten, muss dagegen neue Taktik entwickeln. Muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Vorboten könnte an das von Servus oder des Shadowwalkers heranreichen. Zudem scheint es nur möglich zu sein, seine Fähigkeit zur Vereinnahmung von Handlangern zu unterbinden. Edis Arbeit dabei war jedoch großartig und beweist, wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Das ist nett. Schadensschutz ist gut. Tech-Schaden bestimmt auch. Credits 75.000. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Konnektoren wieder online war. Was zum Teufel geht hier vor? Sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Konnektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Na gut. Aber ich mag keine Überraschungen, schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Es hätte andere Wege gegeben. Was haben wir herausgefunden? Sagen Sie mir nur, dass es die Mühe wert war. Das war es. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Wie stellen wir das an? Sie haben sicher bereits einen Plan. Momentan arbeitet ein Wissenschaftlerteam in einem verlassenen Reaper daran. Sie müssen dorthin und sein FFS holen. Reaper? Wo haben Sie denn einen verlassenen Reaper gefunden? Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist.
Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Ist das nicht ein bisschen warm dort? Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Eine Klasse brauner Zwergstern. Ja, besser als eine Klasse 0 Sterne. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Möglicherweise. Wo ist der Haken? Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen, uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Ich stimme zu. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Sagst du? Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. So dicht an dem Galaxiestern. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Ich werde noch keine Astrophysik studierten, aber meine physikalischen Kenntnisse reichen so weit, dass ich sagen kann, dass keine mir bekannte Technologie die Gravitation derartiger Massen, derartiger supermassereicher schwarze Löcher, derartiger Sonnenhaufen überstehen kann, den Temperaturen und dieser Extremstrahlung, die dort herrschen muss, in wahrscheinlich Gigatesla-Bereich, ganz zu schweigen. Hey ho, let's go. Ich wollte ja auch schon mal nach Sagittarius 1 reisen. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Wir müssen uns das FFS holen, weil ja, ein paar Kilometer.
Kilometer Unterschied und wir sind innerhalb des Ereignishorizonts hier und dann müssen wir Tachyon haben. Das Ding ist unsere beste Chance, durch das Omega-4-Portal zu kommen. Wir müssen es versuchen. Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Weiter Team zusammenstellen. Sie haben recht, Miranda. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. So. Morden. Wenn er immer so lange bei uns im Raum bleibt. Ja, klasse. Ein Reaper-FFS besorgen. Ja, es wird bestimmt so, wenn ich plus Team hab, Tuniga. Was? Ja, das war wahrscheinlich dann beim Unbekannten. Das war mein. Unsere Wunden sind echt fast schon verheilt. Das heißt, wir haben eigentlich ganz gut das hier mit den Loyalpunkten. Auf jeden Fall speichere ich das Spiel und wir widmen uns den nächsten Folgen weiter unserem Team. Und da wollen wir uns dann das Reaper FFS. Bis dann und tschüss.